Herzlich willkommen zu Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Any Given Day. Es gibt ein neues Video von den Jungs. Es geht wahrscheinlich wieder gut auf die Fresse. Get That Done heißt das Teil. Schauen wir mal rein, danach quatschen wir über die Band. Los geht das. Das sieht schon nach. Allein der Anfang von dem Video sieht das auch, dass es gleich gut nach vorne geht. Ja. Sag ich ja. Ah, das macht Spaß. Ich hab die Jungs schon mehr als einmal live gesehen. Und jedes Mal macht es mehr Spaß. Nach vorne, so muss das sein bei der Art von Musik. Auf die Fresse. Dann am besten noch ein bisschen bei Schubsen vorne in der ersten Reihe. The Wall of Death. Und dann der Klagesang, der auch immer gut passt bei Any Given Day. Typ, der ist schon eine Macht, ne? Der hat auch Präsenz auf der Bühne, das ist schon geil. Das Mädel macht sich fertig, schmeißt ihr Zeugs weg. Was ist denn da passiert? Wenn man den so anguckt, so brutal wie der aussieht, auch der Bart und so, ne? Und dann dieser Klagesang, der da rauskommt, ist schon geil. Ja, mit sowas rechnet man eigentlich nur, wenn man den sieht. Das so typische Circle Pit, Mosh Pit und jetzt der Aufbau für eine Wall of Death. So die Art der Musik, das passt halt bei denen. Geil. Wenn es gleich knallt, laufen alle aufeinander zu. Jetzt ein bisschen ruhiger noch. Oder Dave, oder? Doch nicht, das ist doch kein Wall of Death. Das ist eher Kung Fu. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich find's geil. Mir gefällt's. Das sind die drei, die sich fertig gemacht haben eben. Feiern sie jetzt? Geil. Get That Done. Any Given Day. Ein Song, der immer richtig Spaß macht. Any Given Day feiere ich seit dem ersten Album. Sehr geil. Show Me What You Made Of. Wie heißt das Lied? Beginning of the End. Mein absolutes Lieblingslied von denen. Wie gesagt, Any Given Day schon das ein oder andere Mal live gesehen.
sowohl in kleinen Hallen als auch auf kleinen Festivals, als auch auf der Summer Breeze Mainstage waren sie, glaube ich, drauf. Sehr geile Band und ich werde sie demnächst nochmal sehen, denn die sind mit Heaven Shall Burn unterwegs und ich gehe aufs Heaven Shall Burn Konzert und gucke mir dann da Any Given Day natürlich auch an. Also ich gehe in erster Linie wegen Any Given Day dahin. Also ich gehe mit anderen Leuten dahin, die gehen dann eher wegen Heaven Shall Burn dahin, aber ist ja egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß die ganze Zeit. Heaven Shall Burn ist ja auch keine schlechte Band, muss man mal so sagen. Ne? Nee, aber Any Given Day macht schon Spaß, kann man immer gucken. Die Band gibt es seit 2012 und ich habe es auf dem Roda Rock in Herzogenrath bei Aachen gesehen. Da waren sie Headliner, vorher fast nur so kleine lokale Bands und dann Any Given Day. War geil, aber da waren sie halt noch nicht so bekannt. Ich glaube, da war gerade Umbrella draußen. Von der Zeit her haben drei Alben am Start. Vielleicht kommt jetzt das vierte. Das ist My Longest Way Home. Das ist das erste Album von denen, finde ich mega gut. Das zweite Everlasting von 2016 fand ich jetzt nicht ganz so überzeugend wie das erste. Aber hey, wer bin ich, das entscheiden zu dürfen? Na, die Jungs machen ihre Mucke. Live sind sie trotzdem eine Macht. Das dritte Album ist Overpower von 2019 und jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas Neues. Und ansonsten, jetzt habe ich genug geredet, bevor ich mich noch weiter verplapper. Habt einen geilen Tag, Metal ist geil und Krieg ist scheiße.